Ja, es war ein sehr wechselhaftes Spiel. Am Anfang eine sehr dominante HSG mit einer starken, aggressiven Abwehr, mit einem überragenden Markus Hock. Und im zweiten Teil der ersten Halbzeit hat sich das ein bisschen relativiert. Die Großwaldstädter haben besser ins Spiel gefunden. So ist eben das Ergebnis der Halbzeit zu erklären. Sind denn hier in Hamm oder beziehungsweise bei der HSG auch Kandidaten für die Nationalmannschaft? Ich denke, das ist ein bisschen früh, jetzt darüber zu reden, nach einer Halbzeit in der ersten Liga. Da warten wir mal ein paar Spiele ab, ob sich da jemand herauskristallisiert. Woran hat es gelegen, deiner Meinung nach? Schwer zu sagen. Ich glaube, ja, wir haben immer noch weiter unsere Sachen gespielt, hat auch gut geklappt. Ich glaube, dass die Tore sich von Großwaldstädter gesteigert haben. Erste Halbzeit nicht viel gehalten, zweite Halbzeit doch einige Bälle aus der Ecke geholt, auch Pfosten 1-2 dabei gewesen. Das reicht, das sind so knapp und da entscheiden solche Kleinigkeiten das Spiel am Ende. Also ich denke, wir können zufrieden sein mit der Leistung der Mannschaft. Das erste Spiel, wir wussten alle nicht genau, wo wir stehen letztendlich und gegen einen Gegner wie TV Großwaldstädter, der im letzten Jahr noch Tabellenachter der ersten Bundesliga geworden ist. Ich glaube, wir haben uns hier hervorragend präsentiert. Ein Riesendank an unser Publikum, was uns super unterstützt hat. Ich glaube, dass die Halle heute eine sehr, sehr starke Euphorie, ganz, ganz viele Emotionen hier reingetragen hat. Es ist eigentlich unser Ziel gewesen, dass wir mit solchen Emotionen in dieses Spiel gehen, um unsere Chance auch gegen Großwaldstädter wahren zu können. Die Mannschaft war darauf vorbereitet. Die Mannschaft hat das Signal gegeben. Ich glaube, dass die Aggressivität, was die Abwehrarbeit betrifft, in der ersten Halbzeit sehr, sehr positiv war. Wir haben die Zweikämpfe angenommen, wir haben das Aufbauspiel des Gegners gestört und haben auch mit Mut nach vorne gespielt. Das hat in den zweiten 15 Minuten der ersten Halbzeit so ein bisschen gefehlt. Da haben wir vielleicht ein klein wenig Angst vor der eigenen Courage gehabt und dadurch ist der Gegner langsam aber sicher wieder besser ins Spiel gekommen. Ich sag mal, beim Unentschieden zur Halbzeit ist das Match total offen und wir haben alle Möglichkeiten, hier in unserer Halle dieses Spiel auch für uns zu entscheiden.